Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir müssen mit Roshan sprechen, weil Roshan, die dicke Roseanne, die hat nämlich noch ein paar Infos für uns. Bist du bereit, Basim? El-Karch wartet. Ja, ich bin bereit. Fertig. Gehen wir. Folge mir. Hättest du je gedacht, du würdest hierher zurückkehren? Ja. Nein. Ein Großteil meiner Kindheit fand auf diesen Straßen statt. Ratten und Kakerlaken waren meine Freunde. Einige Erinnerungen sind schön, aber die meisten bitter. Erinnerungen lenken uns nur ab. Der Orden hat seinen Einfluss in jede Ritze dieser Stadt ausgeweitet. Bagdad ist nur noch ein Feld, das er bestellt. Das wird sich ändern. Die Verantwortung lastet schwer auf unseren Schultern. Der Pesthauch des Ordens trifft El-Karch und wir allein können es heilen. Wie kommt Rivka in El-Karch zurecht? Ihr gefällt die Politik nicht. Aber sie muss ihre Pflicht erfüllen. An El-Karch muss man sich gewöhnen. Rücksichtslose Geschäftsleute. Und alle sind besessen von Geld, exotischen Düften. Die Leute hier verlieren sich nur zu gern in ihrem eigenen Paradies. Ein Paradies, das sich nur die Reichsten leisten können. Oder die Verdorbensten. So, Ratten und Kakerlaken sind also unsere Freunde gewesen, ja? Da hatten wir ja eine wunderschöne Kindheit, würde ich sagen. Aber eins muss man ja dann, muss man Basim ja lassen. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Freunde gehabt. Und dürfte jetzt heute immun gegen alles sein. Komm, wir sind fast da. Wie sie immer ganz dicht an den Leuten vorbeiläuft und ich die einfach immer so zur Seite schubse. Oh, beim Wegschubsen. Hm, da war ein Artefakt. Ah, das hätten wir noch mitnehmen können. Willkommen in El-K. Die Luft ist immer noch voller Gewürze. Und Rattenscheiße. Wie war es für dich, das erste Mal ein Leben zu nehmen? Ich erinnere mich kaum. Es war ein Mann, den ich einmal gut kannte. Vor all dem. Vor den Verborgenen. Du erinnerst dich nicht? Meine Erinnerungen sind mit ihm begraben. Ich wollte nicht, dass sein Tod mich so heimsucht. Wie sein Atem es tat, als er noch lebte. Ich gebe der Vergangenheit der keine Mann, Macht wa? Über mein Leben. Deswegen sehe ich mich nun auch als niemandes Tochter an. Wenn wir den Sturm in uns nicht beruhigen, solange wir wach sind, der Vater? Holt er uns in unseren Träumen ein. Wie bei dir und deinem Djinn. Wow. So, der Souk. Was für ein kaltblütiges Miststück. Wir vor kurzem Wachen durch. Wir zerbrachen Flaschen, zerschlugen Kisten. Warum dieser Gewaltausbruch? Finden wir es raus. Sie sollen auch ausländische Waren beschlagnahmt haben. Vor allem von der Oststraße. Die Oststraße. Ja, man weiß ja nicht, was vorgefallen ist, aber es klingt erstmal. Ich kenne jemanden, der helfen kann. Hart. Es ist eine Ewigkeit her. Hoffentlich ist er noch da. Ich würde ihn gern wiedersehen. Lass nicht zu, dass Erinnerungen die Wirklichkeit verklären. Keine Sorge. Ich weiß, dass nicht so bleibt, wie es war. Gut, dann werden wir mal wieder einen alten Freund besuchen, würde ich sagen. Ich frage mich, was sich hier verändert hat. Vielleicht könnte ich zuerst einen alten Freund besuchen. Oh, es sieht gar nicht so schlecht aus hier, ne? Ich dachte gerade, der reiert dahin. Okay, ein Ort, den er einst gut kannte. Ah, okay, habe ich mich vertan. Ich dachte, die Kinder haben Geld dabei. Was ein Arsch. Oh, das kann ich gebrauchen. Sehr schön.
So, 8 Meter. Sie ist erledigt. Sie hätte zahlen sollen, als sie das erste Mal bedroht wurde. Sie kann doch nichts dafür. Ich selbst komme durch diese neue Standsteuer kaum noch über die Runden. Das Geschäft ist nie einfach. Okay. Wir hätten hier noch in 116 Metern, das machen wir nochmal eben, wo es weg ist. Da wäre noch eine, ach verdammt. Da wäre noch eine zerbrochene Scherbe. Völlig zerschlagen. Diese Wachen kennen keine Gnade. Das ist gar nichts. Okay, scheinbar müssen die Leute hier Umsatzsteuer bezahlen. Ja, der Staat verdient an allem mit, ne? War schon immer so. Hat das einer gesehen? Noch eine Scherbe. Okay. Ein Fahndungslevel. Ich hab gedacht, das sieht keiner dahinter. Wenn wir hier eh schon als kriminell durchgehen, ne? Hattest du nicht eben auch noch Geld? Gut. Müssen wir einmal noch schnell ein Plakat suchen? Ich würde ungern mit Fahndungslevel irgendwelche Missionen anfangen. Fahndungslevel. Ah, hier. Ein Gemälde von Basim den Großen, gemalt vom Kalifen El-Basidandam. Höchstpersönlich. Sieht scheiße aus. Moment. Ein Christ? Mönch? So? Ich finde dich noch. Ach so, die suchen mich. Ja, weil ich einen kleinen Mord begangen habe. Vorsicht, du Schmutzwink, weg da. Gut, wir werden jetzt erstmal zu unserem alten Freund gehen. Also die drei, die wegen der Umsatzsteuer so ein bisschen gejammert haben, die... Wieso darf ich hier nicht durch? Ach so, neuer District. Die sind, glaube ich, unsere Zielperson, wo wir erstmal hin müssen. Ah. Okay. Wir suchen erstmal das Gespräch. Aber wir nehmen auch deine Düfte als Zahlung an. Friede sei mit dir. Das geht dich nichts an. Geh weiter. Alles gut. Verschwinde! Ja, wo ist er? 1, 2, 3, 4. Hilf mir doch! Ich bitte dich! Was? Ich kenne sie gar nicht! Zahlen Sie Ihre Steuern! Wer weiß, wann ich da fertig sein werde. Das geht dich nichts an. Hinfort, du willst dich. Oh, das ist wieder so einer, der ein bisschen mehr aushält. Oh. Ach, ein Glück. Ja, Lappen. Nicht mal ein Fahndungslevel habe ich dafür gekriegt. Hier petzt keiner. Ha. Wo? Ich sehe sie gar nicht.
Mal gucken, aber können wir die noch ausrauben hier, bevor wir der helfen? Nee. Natürlich würde ich sie direkt befreien, ne? Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Ich dachte, wir kennen die. Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Such den Job. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zu Bagdad Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Ein Entschuldigungsentwurf. Ich brauche bitte nur noch ein paar Tage. Ich werde das Geld bekommen und meine Schulden bezahlen. Der Duft, den ich auf Lager habe, ist wichtig und darf nicht angerührt werden. Ich flehe um Verständnis. Die kürzliche Steueranstieg hat... Der Brief bricht ab. Natürlich der kürzliche Steuererhöhung. Ich habe so Steuertourette. Immer wenn ich irgendwas mit Steuer höre, kriege ich Sprachfehler. So. Gut, machen wir uns einmal auf die Reise. Gucken mal, ob wir die abfangen können. Natürlich können wir das. Wir sind Sahiti. Ich habe dir schon viel zu oft den Hintern gerettet. So habe ich im Jahr 23. Das ist aber eine Ecke weg, ne? Oh, und wir haben keinen Schnellreisepunkt nach dort. Kommen aber an dem hier quasi dran vorbei. Wollen wir den mitnehmen? Folgen dem Fluss und gehen dann von hier runter? Würde ich sagen, ne? Wenn wir dann das nächste Mal wieder dahin müssen, dann haben wir nicht so einen weiten Weg vor uns. Da-da-da. Also es sieht nicht so schön aus wie dieses Nobelviertel, in dem wir erst neulich waren. Aber die Leute haben trotzdem einen Sinn für Humor, sich gnädig und prächtig zu amüsieren, ne? Zum Beispiel mit Hahnkämpfen. Wie die Leute so voll ausflippen und Hauptsache das Feeling ist da und die Hühner so, ja, fick Deutsch. Scheiß werden wir uns abschlachten. Ja! Fetter Kamm, Bruder! Boah! Das ist bescheuert. Okay. Wir gehen zum Aussichtspunkt. Hier passiert eh nicht viel. So. Ja, auch wenn die Leute arm sind hier in der Gegend, sie haben immer noch viel, woran sie sich erfreuen können, ne? Sauberes Wasser. Viele Rattenfreunde. Kakerlaken, man ist nie allein. Hahnkämpfe. Hatten wahrscheinlich kein Geld für Hunde. Oh, oh, oh. So. Aber hat nicht der eine Vater zum Sohn geschrieben, er soll was aus seinem Leben machen, so sinngemäß, und nicht zu diesen Hahnkämpfen gehen, denn die Hühner haben, oder die Hähne haben keine Wahl, aber er hat die Wahl, ob er es unterstützt oder nicht. Dieb, oder? Und heute... Tiefgründiges mit The Deep.
So, wir sind am Tower angelangt. Jungfrauenkloster? Du bist unerwünscht. Ja. Schade, dann gehen wir eben wieder. Naja, ich hab's versucht mit dem Aussichtspunkt, ne? Ein Jungfrauenkloster. Komm ich da hoch? Und wieso Jungfrauenkloster? Ist das so ein Glaubensding hier, wie so ein Nonnenkloster, oder? Und was passiert, wenn die keine Jungfrau mehr sind? Was ist, wenn die plötzlich Widder werden? Oder Wassermann? Nee, ich weiß ja nicht, ob sie denn noch hier bleiben dürfen. Ach, das ist auch christlich, ne? Dann werden das Nonnen sein. Ich dachte jetzt hier bei den Muslimen. Jungfrauenkloster bei den Muslimen. Hatte ich erst gedacht. Ach, hier unten. Nein. Hä? Ach, ganz oben auf der Spitze? Oh, das hatten wir auch noch nicht. So, von hier aus können wir jetzt unsere Reise fortführen. Ich dachte erst, er springt über den Balken hinweg. Ah, hier ist auch noch ein Heuhaufen. Können wir von da oben direkt hier reinspringen? Ja, du kannst deine Jungfrauen behalten. Die haben es eh noch nicht drauf. So. Da wäre ein Tor. Jetzt habe ich die Kiste vorhin völlig außer Acht gelassen, ne? Granatapfeltor? Hä? Geh doch mal weg da, du Penner! Wer verschwindet du doch, du Affe? Komm her, ich hol dir eins in die Schnauze. Schade, dass ich nicht einfach nur schlagen kann, ne? Ich würde gern, statt die mit dem Dolch zu vermöbeln, ich würde gern einfach mal so Stress mit dem Wachen anfangen. Einfach mal hingehen und dem mal so gehörig eins in die Schnauze hauen. So. Weil die immer so frech sind. Ja, das sind doch Obstbäume, ne? Oder nicht? Nee. Also ja, wahrscheinlich, aber... Ich kann hier nicht essen. Oh, jetzt hab ich's erschreckt. Ich würde gerne mal wissen, ob wir auch Tiere verspeisen können. Scheinbar nicht dafür gedacht, ja.
Aber der sagt auch, tu's nicht. Okay. Wartest du, dass die frei, reif werden, oder? Soll ich mir einen wohlschmeckenden... Was sind das? Äpfel? Wir sehen die jetzt als Äpfel an. Soll ich mir einen wohlschmeckenden Apfel gönnen? Oder soll ich ihn nicht nehmen? Das ist ein ganzer Korb voller Äpfel. Körbe? Da hätte man sich doch den einen oder anderen mal mitnehmen können, ne? Aber da darf ich auch nicht draus essen. Da vorne gehen wir einmal hin. Das ist, denke ich mal, wieder ein Aussichtspunkt. Ja, wunderbar. Da können wir einmal mit synchronisieren. So. Au! Du Penner! Was bist du denn für ein Arsch? Diese widerliche, ekelhafte, verdammte Tierzucht. Diese Ausgeburt der... Boah, der Steppe. So eine Mistsau. Guck mal, da ist sogar ein Strauß. Scheiß Natur, scheiß Tiere. Ich wünschte, ich hätte eine Flinte bei. Würde ich dir mal aber zeigen, dass ich mir das nicht gefallen lasse. So, einmal hier rein. Das ist immer das Schönste an diesen Aussichtstürmen. Hier ist immer eine Truhe. Manchmal hat der Typ das Leben satt, oder? Okay. Ja. Oh Gottes Willen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, der springt runter. Hätte er ohne Balken bestimmt auch gemacht. Ja, aber ganz schön viele Tiere hier in der Wüste, ne? Okay, so viel Wüste ist hier gar nicht. Ist das da hinten der Ort, wo ich hin soll? Er sagt hier. Aber ich will einmal gucken, was ist denn das da? War ich da schon? Nee. Sieht fast aus wie so ein Vulkan oder sowas, ne? So, wo die glühend heiße Lava den Felsgestein erleuchtet. Aber hier ist ein geheimer Gang oder sowas. Also, na gut, so geheim ist er nicht mit 5 Meter großen Türen, aber... Eine Kiste haben wir hier? Okay, ein paar Käfige. Was ist in dem Felsen hier drin? Oh, das müssen wir uns mal vormerken. Gott, wie viele goldene Dinger wir noch haben. Gut, erstmal spähen wir jetzt das Gebiet aus, ne? Denn, wäre wahrscheinlich schneller gegangen. Ich hätte den Vogel erneut gerufen. Dieses Lager muss den Händlern gehören. Da,
So. Ey, dein linker Fuß ist platt. Du musst da mal Luft auffüllen. Was ist mit dem? Der hat ganz schön Seitenlage, ne? Da fehlt ein paar Luftdruck auf den Füße. Echt Schräglage. Ah, er hat einen schweren Flügel. Wir hätten vielleicht noch reiten sollen. Palmenhain. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Sprich mit dem Anführer der Händler. Das ist leicht, das kriegen wir hin. Meister, ich komme in Frieden. Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Welchen Pferdekopf? Fußabdrücke und eine Blutspur. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Ach, hier? Mein Pferd, mein lieber Kichererbse. Malaka, wer macht denn so etwas Schreckliches? Sieh mich nicht so an. Ich würde so etwas nie tun. Einer von denen ist suspekt, würde ich sagen. Sauber abgetrennt. Das erfordert eine scharfe Klinge. Oder Säge. Kettensäge. War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Oh. Ruhe in Frieden, Kichererbse. Kichererbse. Oh, wo sind die anderen Ganoven hier? Hier war doch noch einer suspekt. Der da. Was ist das für eine Dampflok gewesen? Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Er hat kein Schwert dabei. Ich bin aber nicht sicher. Okay, also er glaubt auf jeden Fall, es ist jemand gewesen, aber er ist sich nicht sicher, weil er konnte nichts sehen. Möglicherweise ist dem Pferd von alleine der Kopf abgefallen und aufgrund der Neigung des Geländes ist er durch das rutschige Blut runtergerutscht. Wir bleiben am Fall dran. Aber mit wem soll ich jetzt noch reden? Hinten an der Dampflok. Anweisung der Wachen. An die Wache. Geld eintreiben von Ankers Lüfte. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hä? Ich hab's noch nicht gelesen. Das ist Basim, teile dein Wissen mit mir. Ich bin nicht so erleuchtet. Willst du mich verarschen? Wieso hat der jetzt den Zettel weggelegt? Ich kann doch sonst auch alle Zettel 10-mal lesen. Wieso kann ich den nicht mehr lesen? Okay. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Okay. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Wäre ich
doch zu Hause geblieben. Müsst ihr noch Sachen packen oder? Ich komme aus Al-Yunan, westlich von hier, jenseits des Wassers. Mit meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Cool. Die Städte, die wir besuchen, El-Quds, El-Basra und sogar Samarra. Nicht herumstreuen! Ja, ich finde das jetzt toll. Also Basim weiß Bescheid. Ich würde auch gern Bescheid wissen. Sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Basim ist ziemlich verschlossen, ne? Mir gegenüber. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er traut mir nicht. Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch. Willst du mich verarschen? Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Bitte den blinden Fleck. Wieso habe ich nie Attentäterkonzentration? Kann mir das. Wofür habe ich das überhaupt? Oh, you fucking kidding me. Ich bin noch Half-Life. Ich töte dich. Bitte nicht. Oh, ein Glück war ich gerade mitten im Move. Komm schon. Nicht auch noch der Dicke. Au! Hör auf! Okay, trotz Ausweichen habe ich voll eins auf den Semmel gekriegt. Das. Also selbst wenn ich ausweiche, kriege ich in die Schnauze? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Das Problem ist, ich kann halt auch nicht die ganze Zeit ausweichen und parieren. Da fehlt mir die Ausdauer für. Ich kann es aber versuchen. Verdammt. Erbärm mich. Eine ist so unfair ohne Ausdauer. Nein. Alter, what the fuck, okay. Meine Ausdauer ist direkt weg. Attentäterkonzentration habe ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich schon entdeckt wurde. Ausdauer habe ich also echt so gut wie, gar nicht. Die mit ihren Messern schmeißen, ich kann denen nicht ausweichen. Und ich kann auch nicht dreifach ausweichen. Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch verschwinden. Noch viel zu nett für mich. Oh, das war der Dicke. Okay, kleinen Moment. Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Kollateralschäden. Müssen wir hinnehmen. Ich schlitz dich zuerst auf. Okay. Hinrichtung schreiben. Die Händler müssen gefunden werden. Einer weiß, wo ich bin und meiner Sicherheit wegen muss er zum Schweigen gebracht werden. Tötet auch den Rest. Sie sind ohne Belang. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, sollten sie sich auf dem Weg zum Westeingang Bagdads befinden.
findet sie, bevor sie ankommen, und erstattet Bericht. Ein Preisgeld erwartet jene, die erfolgreich zurückkehren. Al Anka. Die Wachen unterstehen jemandem namens Al Anka. Al Anka. Das bestätigt meinen Verdacht. Immer ein Name, den ich aussprechen kann. Ja, Al Anka, den hatten wir also. Den, die, das, er, sie, es, er im Sie. Hatten wir sowieso unter Verdacht. Okay, aber das war ja, wow. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch ein Überfall, weil wir haben keine Heilelixiere. Ich bin geschockt. Ich bin fertig mit der Welt, ja. Meine Nerven sind blank. Wir haben keine Heilelixiere mehr. Das wäre natürlich jetzt schlecht, wenn jetzt noch ein Hinterhalt käme. Ausdauerlevel. Bagdad. Nun seid ihr sicher. Du bist wundervoll. Vielen Dank. Da wären wir. Tausend Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen, auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens Al Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber Al Anka nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhail lebt in einem Anwesen westlich von Al-Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Ziemlicher Rassismus hier in Bagdad, Na gut. Dann werden wir mal in diesem Viertel hier aufräumen. Vorher werden wir vielleicht... Können wir nicht bei ihm? Er ist doch Händler. Genau, er ist Händler. Warum hat er mir kein Elixier gegeben? Hier, fang, mein Freund. Für dich. Weil du so lowlife bist. Weil deine Skills für den Arsch sind. Nimm das. Noch ein Elixier. Ne, bei ihm können wir leider nichts kaufen. Jetzt brauche ich aber definitiv einen Händler. Pferdehändler brauchen wir nicht. Habe ich eigentlich durch meine Djinn-Montur? Nein, habe ich nicht, oder? Habe ich einen Kamelskin? Ach du arroganter Blöder. Nein, ich will schon zu dir. Ich will nicht dahin und ich will auch nicht dahin. Sprich mit mir. Komm schon. Komm schon. Irgendwo hier muss doch ein E sein. Spiel, das macht mich krass so sauer. Nicht, ey. Gut, nächster Händler, 50 Meter entfernt. Oh, und ein Artefakt. Oh. Ups. Ist er eigentlich Zivilist? Oha! Bevor ich ihn jetzt ganz umbringe. Ist er Zivilist eigentlich? Also kann ich da auch ein Attentat machen? Oder beklaue ich die Leute und entweder schaffe ich es oder ich verkacke? Da muss ich mal drauf achten. Kann ich die nur bestehlen oder kann ich die auch eliminieren? Da habe ich noch nie drauf geachtet. Irgendein Plak... Oh, hier, da. Ah, nee, doch nicht. Oh, hab ich dich. Oh, du heißer Typ, du. Du hast so einen langen Säbel, Basim. Diese Flirtversuchen der Wachen, die sind echt lästig, oder? Hol doch mal jemand die Wache. Puh.
Vor wen laufen wir weg, Leute? Ich habe total Angst. Redet doch mit mir. Hier scheine ich sicher zu sein. Ist nur eine Lampe? Weg da, du Lausebengel. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe im Kreis. Da muss ich echt drauf achten, ob ich die überhaupt eliminieren darf. Okay, ich hab's maßlos. Also heute ist nicht mein Tag, ne? Sag ich, wie es ist. Hier nicht. Ja. Bis jetzt läuft die Runde semi-optimal. Aber das wird noch. Wir haben ja Zeit, ne? Keine Plakate. Dann gehen wir erstmal zum Händler. Ob der den Typen wiedererkennt, der ihn eben gerade noch so ein Säbel durch den Bauch gezogen hat? Ich hab's schon wieder verkackt. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das Viereck so weit mittig ist. Was? Die Hühner sind hinter mir her. Was ist das denn für ein Kack? Jetzt habe ich nicht nur die Wachen, ich habe auch die Hähne am Arsch. Muss es doch irgendwo mal ein Plakat geben. Oder einen Baden, den wir bestechen können. So. Nicht. Rockmusik und Videogames, ich sag's immer wieder. Das kann doch nicht wahr, Steinern. Hier, wo ist denn hier wieder so ein blödes Plakat? Ich sehe die Dinger nie. Hab ich dir je erzählt, wie sich der mit dem Zeichen? Wie schön, sich nützlich zu fühlen. Ja, ist ein schönes Gefühl, das glaube ich. Das kann doch nicht sein. Ich sehe immer so fliegen. Hey! Komm mir nicht zu nah. Ich dachte gerade, der hätte mich schon wieder erkannt. Ja, was ist denn los hier? Ist mein Fahndungsfoto hier online gegangen, oder? Wieso finde ich keine Plakate? Sperrgebiet? Okay, hier wird ja dann wahrscheinlich nichts sein. Okay, hier hat auch keine Angst vor mir. Okay, fangen wir erstmal hier vorne an. Ich grüße dich. Sei gegrüßt. Servus. Was hast du da? Sieh dir meine Auslage an. Das ist auch nicht besonders. Abgemacht. Irgendwie hat jeder so viel, aber na gut. Und jeder hat die gleiche Ware. Ich will ja nicht pingelig sein. So, was können wir denn hier? Hier können wir 1, 2, 3, 5 Stück verkaufen. So. Stößel. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Sachen davon auch behalten müssten, weil die irgendwie selten oder wichtig werden im Verlauf des Spiels. Die hier wahrscheinlich nicht, aber 8 Stück von.
Mal, was wir schon alles verdient haben, ne? Spielzeugfiguren. Da werden kleine Jungs und Mädchen ganz schön traurig sein. Können sie ja jetzt neu kaufen, ne? Ist ja wieder im Handel verfügbar. Hätten Sie vielleicht Interesse an 37 Hasenpfoten? Ja, wunderbar. Noch 11 Anhänger dazu. Okay, wir können auch einmal nach links klicken. Und... können denn alles verkaufen? 32 Knochenwürfel, na klar, das kann man alles secondhand. Die sind gefragt, die wird er schnell wieder los. Oh, das gab richtig Schotter. So. So. Allen Plunder verkaufen. Ich habe mal gehört, dass die hier irgendwie wichtig sind, aber ich weiß nicht wofür. War das erstmal alles? Oder ging das nur um die Federn, die beim Blut tauchen? Ich muss gehen. Bis bald. Ich bin derzeit ständig müde. Achso, das ist so ein Buchdings. Ich muss nachher den Kadi zum Reichen und wichtige Dokumente aus dem Stalin. Ein Beutelschlitzer. Wache! Weißt du was? Ich hol mir jetzt dein verdammtes Artefakt, du Arsch. Komm her, du Sau. Komm her hier. Du hast was und das will den Besitzer wechseln. Normalerweise würde ich ihn ja leben lassen, aber unter diesen Umständen, gib mir das. Oh nein! Das führt zu Desynchronisation? Oh, das ist ja kacke. Habe ich das Artefakt? Oh, bitte. Sonst wäre es ja voll umsonst jetzt auch noch gewesen. Oh, es liegt da. Darwish Artefakt. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Ein Plakat. Na, endlich haben wir mal was gefunden. Aua! Mensch, au! Ah! Mach doch einfach diese scheiß Rolle. Oh, hier haben wir einen Turm. Manchmal macht er einfach nicht, was ich will. Oh, hier ist gar kein Synchronisationspunkt. Okay, also Zivilisten nicht töten, sonst verlieren wir unsere Schnellreisen. Und Leben. Ich habe so viel Leben verloren bei der Aktion. Das war mir auch schon ein bisschen peinlich. Ich habe es ja dreimal verkackt, ne? Drei. Wie muss der Typ sich fühlen? Dreimal am selben Tag wird er vom gleichen Ganoven versucht zu überfallen. Also der gleiche Ganove versucht dreimal am selben Tag den gleichen Typen zu überfallen. So rum. Holt die Schorter! Werft dieses Ungeziefer in eine Zelle! Kennst du einen guten Witz? Okay. Die Wachen! Dieser Abschaum gehört in eine Zelle! Wenn die mich vor den Wachen verpetzt, dann kommen die, oder was? Ich wollte gerade ganz in Ruhe gucken, wo hier das Plakat ist. Aber es müsste ja eins hier sein, ne? Thank you.
Ein Plakat müsste da um die Ecke sein. Du bist unerwünscht. Ja, ich weiß. Nicht jeder mag meine kriminellen Machenschaften. Oh. Wo hat die von meinem Malheur gelesen? Hey, das ist nah genug. Entschuldigung, Sir, ich suche ein Fahndungsplakat von mir. Haben Sie eins gesehen? Du Schurke! Wie kannst du es an, dein Gesicht zu zeigen? Die Mistmarde! Woher weiß sie es? Wo ist denn das verdammte Plakat hier? Au. Das tat weh. Ich mach dich ärgerlich. Keine Ahnung, wo die das sieht. Wenn du erwischt. Was kümmert wen in diesem Drecksloch? Ich bin bestimmt schon 6-mal dran vorbeigelaufen. Ich. Nö. Ich sehe es nicht. Aha! Oh, ein Glück. Darf ich mal? Bin ich schon wieder im Kreis gelaufen? Okay, jetzt noch ein Plakat und dann können wir endlich mal nach da hinten hin. Hm. Oh, hier bei den Wachen. Moin, Männers. Lieber verborgen bleiben. Das war längst überfällig, wisst ihr? Also das ist, das sind alte Kamellen. Alte Kamellen, sage ich euch. Hä? Okay. So, ist nicht mehr aktuell. Aha, ich hab's mal abgemacht. Das scheinen die nur vergessen zu haben. Ich habe ja meine Strafe schon abgesessen. Hm? So. Jetzt. Anwesende Steuereintreiber. Was? Da darf ich nicht rein. Ich schulde dem Steuereintreiber einen Besuch. Mhm. Aber ich glaube, er möchte uns nicht haben. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge besuchen wir mal den Steuereintreiber. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.